So Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Soul Silver Nasenlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir Route 27 betreten und sind damit nach Kanto gereist und beziehungsweise in Kanto eingekommen. Und haben Route 27 auch schon fast komplett abgeschlossen. Und das Wasser rauscht so wunderbar im Hintergrund. Und wir werden auch gleich wieder auf selbiges gehen, denn da gibt's noch einiges für uns zu entdecken. Immerhin haben wir noch nicht alles gefunden. Weil wir haben, viel gekämpft. Haben gemerkt, dass die Levelquote wie immer noch für den Arsch ist. Und dass ich hier mache, ist Bullshit. Weil so komme ich nirgendwo hin. Außer halt in die Ecke. Beziehungsweise vielleicht... Nein, kein Item. Hätte sein können. Das heißt, ich fahre hier mal ein bisschen über Sprudel in der Gegend herum. Was haben wir noch beim letzten Mal gemacht? Wir haben uns Rabauz abgeholt, Sauru. Und haben ihn auf die Box gelegt. Und, ansonsten war alles ziemlich cool. Wir sind hier, wir haben Spaß und alles wird toll. Kurze, knackige Zusammenfassung des letzten Parts. Wir wollen weiterhin zur Pokémon-Liga als Hauptziel. Ich will wissen, was auf dieser Wasserroute ist. Hier muss doch noch irgendwas sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nichts mehr ist. Ja, ich möchte Schutz weiter einsetzen. Ich keine Angst, wir gehen gleich auch nochmal zurück. Ich will noch wissen, was da hinten ist, aber vorher möchte ich mich umschauen. Ganz einfach. Ich denke, hier ist nichts. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich dachte, hier wäre was. Das war also nur eine Abkürzung, wenn man so möchte. Komm her. Du Psycho, du. Lass mich raten, woran du jetzt denkst. Ich weiß, dass du denkst, darüber nach zur Pokémon-Liga zu gehen. Richtig. Und wie ich dich platt mache. Sowieso. Starmie, das ist natürlich jetzt nicht so ganz elegante Pokémon-Wahl, aber ich denke, krieg dich trotzdem down. Dunkelklaue. Oh yeah. Das sollte für ein Wallet KO reichen. Aber hallo. Nachdem das Porenta irgendwie auf Level 40 war vorhin, also gleich letzter Part. Girafarig, lauter Psycho-Pokémon, ist ein Psycho, was erwarte ich? Außer Psycho und Geist-Pokémon, Dunkelklaue. Ach, du bist normal Psycho. Ups. Da habe ich jetzt gerade was nicht mitbekommen. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn das so ist, Flammensturm. Normal Psycho. Okay, das erinnert mich gerade an Pyroleo mit normal Feuer. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf und das reicht auch von Wounded KO. Wow. Manu sweept hier durch wie so ein Bekloppter und fast Level 42. Oh wei, das ist doch der perfekte letzte Gegner für unser lieben Manu. Und ein weiterer Flammensturm dürfte die ganze Geschichte auch schon gegessen haben. Ein Flammensturm dürfte es gegessen haben. Oh. Keine Ahnung warum. Einfach weil 42. Sinn des Lebens. Der Manu hat den Sinn des Lebens erreicht. Sehr schön. Flammenwurf. Sehr schön. Die Attacke wollte ich sowieso haben. Dafür würde ich sagen, haben wir einen Flammensturm raus. Weil, was will ich mit dem Flammensturm, wenn ich einen Flammenwurf habe? Im Normalfall ist der Flammenwurf um einiges stärker. Auch wenn ich die Flammensturm-Animation in diesem Fall um einiges cooler finde als die Flammenwurf-Animation, aber das ist ja nebensächlich. Manu hat seinen Dienst wieder wunderbar erledigt. Wunderbar. Und, prinzipiell müsste jetzt mal wieder Rex dran sein. Man merkt vielleicht, ich bin nicht der größte Fan von Rex, also im Sinne von dem Pokémon. Jetzt in dem Fall Rex, MS Rex ist ein cooler Kerl. Aber da ein Freund. Und, top, eine super Trank, warum nicht? Für 13 KP. Das ist überhaupt nicht verschwendet gewesen. So, nein. Item. Ein Fahrtumtoten. Der wäre jetzt in XY extrem episch fürs Züchten, aber egal. Nee, aber Parasect ist jetzt nicht so mein Fall. Zumindest für ein Playthrough jetzt nicht das ideale Pokémon. Beleber! Quasi Geld. Yay. Und, ich bin da eher ein Fan unserer restlichen Teammitglieder, wobei ich auch glaube, dass er seine Vorteile haben kann. Ich habe schon eine der Top 4 im Kopf, oder sogar zwei, wo er eigentlich ziemlich durchsweepen kann, weil der Käfer-Pokémon-Typ hat. Und wir werden sehen, was uns da erwarten wird. Ich möchte darauf jetzt auch gar nicht zu sprechen kommen, weil es ist noch ein Stückchen hin und ich möchte... Oh Gott, das war knapp. Sowieso erstmal nichts vorwegnehmen. Wir hoffen, dass du keine Feuer-Pokémon hast. Das könnte nämlich nach hinten losgehen. Würde ich sagen... Hallöchen, wie geht's dir so? Bist du von der Burg hierher gelaufen? Geht dir nicht langsam die Luft aus? Du bist, glaube ich, eine Frau, also hast du eine sehr seltsame Stimme, oder? Ja, du bist eine Frau, also Bea, du bist gerade sehr schlimm im Stimmbuch, muss ich dir gerade eingestehen. Natürlich hast du Feuer-Pokémon, was auch sonst? Jetzt könnte ich ein bisschen auf Risky spielen. Aber ich glaube, das möchte ich nicht tun. Nee, lieber nicht. Das lasse ich nie machen. Ich glaube, da hat Nies durchaus bessere Karten. Wenn jetzt eine Feuerattacke kommt, die hätte mich sehr wehgetan. Jetzt kommt wahrscheinlich das Flammenrad.
Was du kannst mit Bedrohung ganz nebenbei, kann ich außerdem auch. Ne, sogar Flammenwurf, der hätte richtig wehgetan, weil Fukano auch einen brauchbaren Spezialangriff hat, oder zumindest Akani. Fukano weiß ich jetzt gerade gar nicht, auch wenn ich in Schwarz 2 einen Akani im Team hatte und mir schon einen Akani gezüchtet habe. Aber ganz ehrlich, man achtet ja nicht immer auf die Vorentwicklung. Man achtet dann ja doch eher auf die finale Entwicklungsstufe, wenn man sein Team bildet. Sowieso finde ich es Akani an manchen Stellen. Ich mag Akani gerne. Klar, also ich spiele es auch gerne, das hat super Coverage und alles mögliche. Natürlich kommt jetzt das Nidorina. Was auch sonst. Kaskade. Was auch sonst. Aber ist irgendwie nicht so stark, wie man immer sagt. Man denkt immer so, Akani, hier ein mächtiges Feuer-Pokémon. Warum hast du überlebt, du Arsch? Aber es gibt doch stärkere Feuer-Pokémon. Irgendwie. Also, bin ich jetzt persönlich. Es hat einen guten Angriff und es hat einen guten Spezialangriff. Aber es hat keinen so wirklich herausstechenden Werte, finde ich persönlich. Auch wenn das Pokémon geil ist. Vor allem im Live-Op oder einem Choice Band oder Choice Scarf. Hau das Vieh echt rein. Stern, du. Jetzt sollte ich wechseln. Vor allem, weil ich schon recht viel Schaden bekomme, sehe ich gerade. Ups. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen mehr drauf achten. Komm, Rex. Darfst nochmal ran. Darfst nochmal ein bisschen Giga saugen. Oh, nein. Oh, no. Oh, no. Nein, 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 nein. Fang mir da... Nein. Fang damit... Oh, Gott, nein. Ich will ungern jetzt auf Bahnhof wechseln und hier Sternschau einsetzen. Sehr schön, du triffst im Gigasauger. Es wird aber kein One-Hit-KO wahrscheinlich. Dein Spezialangriff ist leider Gottes nicht so gut, wie man gerne hätte. Doch, ist sogar ein One-Hit-KO. Sehr schön. Hätte ich jetzt eher weniger erwartet, aber... Was ist es? Und neuer Level? Nein, noch nicht. Schade. Ah, musste es mit Nies teilen. Deswegen, stimmt, da war ja was. Sonst hätte es vielleicht gereicht. Ganz knapp. Maybe. Ja, nicht übel. Nein, denn du kriegst meine Telefonnummer nicht. Das haben mich schon 15.000 andere Leute gefragt. Du auch nicht, meine Liebe. Du auch nicht. Gegengift, komm. Warum juckt es mich jetzt die ganze Zeit an der Nase? Das ist leicht nervig. Vor allem, weil ich hier... Ach, Nase! Mach keinen Scheiß. So. Oh. Besser. Besser. Viel besser. So, weiter geht's. Weiter in Karton. Weiter in der Story. Im Karton? Was hat bitteschön Story mit Kartons zu tun? Story-Kartons. Nangler, du hast doch sicher Wasser-Pokémon, die nicht den Typ Flug haben, also kein Gyarados. Da wäre ich dir sehr verbunden. Am besten Warlord. Oh no, oh no, oh no. You little son of a bitch, oh no. Geh sterben. Du bist schneller als ich? Wow. Rex, herzlichen Glückwunsch. No. Kill it, please. Wanted KO. Also wenn ich treffe, ist es ein Wanted KO. Bleib mir mit Walzer weg. Tschüss. Sollte zumindest eins sein. Beim Angriff von Rex schon. Hat Schaufler hier schon 80 Base? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir mal nachschauen. Also ich weiß, dass es in... Was ist denn jetzt los? Na, das geht mit dir. Ich weiß es... Oh, noch eins von den Viechern. Ich weiß, dass es in XY 80 Base hat. Ich weiß aber nicht, ob das hier auch schon so war. Yay, Flinkclown Boost. Genau die richtige Runde eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Vergeltung. Lass mich damit in Ruhe. Ha, perfekt. So kriege ich nämlich keinen Schaden. Hast du genau die richtige Runde ausgesucht, um die Flinkclown Boost zu bekommen? Traumhaft. Und jetzt wahrscheinlich noch ein Balderfisch. Bei meinem Glück. Nee, Goldking, okay. Besser. Way better. Also, Gigasauger, vor dem Binnen. Und so. Aquavelle. Na okay, das überlebe ich. Das stecke ich weg. Locker. Gib mir mal deine KP. Ich will hier auch mal was von dir zurückhaben, ey. Du klaust mir hier Sachen und denkst, kannst damit durchkommen. Aber es war klar, dass du es überlebst. Das andere hat mich jetzt auch irgendwie sehr schwer gewundert. Wasserring. Okay. Bist auf jeden Fall jetzt weg. Offiziell. Ich sollte den Tee vorher umrühren, wenn ich da Honig reinmache. Ja, das ist die Technik des Teetrinkens. Möchte schon gelernt sein, ne? Honig zu verteilen durch Rühren ist clever. Und schon schmeckt er besser. Wunderbar. Oh nein, kämpfen geboren, bla. Ich habe gerade nicht gelesen, was er am Anfang gesagt hat. Ja, passiert. Das passiert, shit happens. Schutz. Schutz, die Schutz. Mensch, bin ich schon 26? Bin ich schon 26?
Nein, ich bin 18. Hm. Bin ich schon auf Route 26, war so die Grundaussage. Ja, bin ich sogar. Das heißt, wir können sogar noch einen guten Pokémon fangen. Und wir haben, ich habe vor allem keine Liste offen, die mir sagt, welchen Namen ich geben könnte. Radikal. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben schon Radfratz. Rex, wenn ich bitten darf, fliehen. Danke. Schade, hier gab es, glaube ich, gab es hier nicht sogar Ponita? Ich meine, sowas im Kopf zu haben. Wäre jetzt sehr bitter, weil Ponita toll ist. Wobei wir schon einen Vulpix haben. Also, ich werde es überleben. Können wir wieder jemand anderen vorsetzen? Fällt mir gerade ein. Baby, dam, dam. Paddest, du darfst auch mal ran. Auch wenn nicht immer gefährlich ist, Paddest gegen Psycho-Pokémon vorzusetzen. Weil er selber eine Psychoschwäche hat. Aber ich denke, der Psycho wird erstmal ordentlich aufs Maul bekommen. Oder auf den Sack, was ich schon sagen kann. Er ist sogar ein Junge, zumindest, soweit ich das beurteilen kann. Upsiana. Auch ein ziemlich schnelles Pokémon. Ich hoffe mal, ich darf zuerst angreifen. Sehr schön. Sehr schön. Das sollte reichen für ein 100K. Vor allem Choice Bags. Leute, das sollte reichen. Das andere wird mich jetzt schwerst wundern. Schwerst wundern. So. Weg mit dir, du Stück Dreck. Das war ein guter Kampf. Das hast du schön festgestellt. Psyana ist das zweitschnellste der Evolution, deswegen muss ich da vorsichtig sein, wenn ich dem gegenüberstehe. Da ist so mal nichts. Ich gehe aber noch weiter hoch, weil ich erst wissen möchte, was da oben noch so ist. Hier war das. Ah, genau. Da steht etwas geschrieben. Willst du lesen? Ja, klar, will ich lesen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Pokémon-Trainer unter die Arme greifen zu dürfen, ist unser ganzer Stolz. Wenn uns ein Trainer anspricht, geben wir ihm immer gerne ein nützliches Item. Gezeichnet Monia. Weiterlesen? Ja. Montag, Monia, Route 40. Dienstag, Dietlinde, Route 29. Mittwoch, Mitko, See des Zorns. Donnerstag, Donatus, Route 36. Freitag, Frieda, Route 32. Samstag, Samson, Ebenholz City. Und Sonntag, Sonnfried, Route 37. Da können wir die Leute finden, die uns die Verstärker-Items geben, sowie Giftstich und Hack Attack. Nicht unbrauchbar, möchte man jetzt mal so betiteln. Was ist denn hier auf dem Meer noch? Meer, haha! Was ist auf dem Meer? Meer, ha, ha, ha. Oh Gott, schlechte Witze. Heute ganz frisch aus dem Ofen. Haha. Ja, super. Hier, Item? Item. Da. Nugget. Also, noch mehr Geld, als ein Beleber wäre. Ich finde es immer wieder lustig, wie einfach ein Beleber so eine Art Mini-Nugget ist. Mini-Nugget. Top-Beleber. Größeres Mini-Nugget. Dann, nee, komm, ich will jetzt kein Fahrrad einsetzen, dafür ist die Musik zu episch. Schutz wirklich mehr, das ist nicht schlimm. Dann Nugget und dann halt Riesen-Nugget, ne? Und dann kommen noch die Perlen dazu, Riesenperle und keine Ahnung, es gibt viel zu viele Sachen, die einfach nur Geld bringen. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Luft im Bauch gehabt, warum auch immer. Es ist, 20 vor 1 nachts und, wir haben Spaß. Hier kann ich doch Pokémon heilen, war das nicht so? Moment, ich halte da was im Kopf. Du? Suchst gerade bestimmt nach einem Ort, an dem du Rast machen kannst. Na, liege ich richtig? Nein, das ist schon in Ordnung so. Ich freue mich immer über die strahlenden Gesichter der Leute, die hier auf dem Weg zur Pokémon-Liga vorbeikommen. So, und jetzt gönne deinem Pokémon-Team erstmal eine Pause. Alles klar. Dankeschön. Die Schwester Joy für privat. So, deine Pokémon sind wieder fit, dann stütze dich mal wieder ins Abenteuer. Dankeschön, mein liebes Kind. Fräulein. Frau. So. Dankeschön. Hallo, Astrainer. Ich hoffe, du hast nichts, was physisch angreifen, was viel, viel Schaden macht. Das wäre sehr, sehr böse. Sehr, 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 sehr böse. Würde mir nicht gefallen. Löffel schabt über Zeug. Ein Pikachu, das sollte ich 100K ersetzen können. Was könntest du denn noch haben? Ich hoffe mal nicht auf einen Boden-Pokémon, wobei ich hätte auch einfach einen Spukball einsetzen können. Naja, egal. Egal. Ganz böse wäre ja eigentlich ein Normal-Stahl-Pokémon jetzt für so ein, für Paddest, einfach von der Typkombination. Turtok, ja okay, da bin ich mit der Matschbombe nicht falsch beseelt. Auch wenn du eine gute Spezialverteidigung hast, die Matschbombe überlebst du trotzdem nicht, Oder vielleicht doch, aber ich glaube nein. Oder? Oh Gott, das überlebt sogar. Das hat mich jetzt aber schwerst verwundert, ja. Was glaubst du? Nochmal Matschbombe? Und weg ist das Ding. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wage ich zu behaupten. Gut, dann. Wir nähern uns dem Level Up auf Level 42. Donnerwetter, du bist ja. Bin ich ja platt. Ja, das bist du, weil ich dich mit einem Panzer überfahren habe.
Das hast du nicht gesagt. Entschuldigung, der musste sein. Der musste sein. Sorry. Wie steht's hier? KP-technisch? Alles fit. Astrainer, du bist Geschichte. Nur wenn du harte Kämpfe bestreitest, zeigt sich deine wahre Stärke. Eine Weisheit, die solltest du dir zu Herzen nehmen. Astrainer um Astrainer. Mike, der erste männliche... der erste männliche Astrainer fällt mir gerade so auf, den wir, glaube ich, gesehen haben. Matschbombe setzt One-Hit-KOs. Das ist außerdem, habe ich gemerkt, sehr clever, einem Pokémon die Specs zu geben. Wenn er nebenbei noch Hypnose und Konfusstrahl als Attacken hat. Ja, gibt alles Sinn. Level 42 für Pardis. Mal sehen, ob er den Kampf noch was beschreiten kann. Flamara, so ein schönes Pokémon. Du hast nur eine gute Spezialverteidigung. Einen guten Angriff. Na, die Matschbombe reicht trotzdem. Bin ich zuversichtlich. Mit dem Levelunterschied, ja. What did I just say? Hahaha. Pardis sweet. Ich mag das. Kingla. Muss ich gerade schon wieder an den Poké-Rap denken, aber egal. Nein, ich fange jetzt hier nicht an, rum zu rappen und einen auf Yoshi zu machen, der immer nur durch die Gegend rappt. Das könnt ihr euch nicht antun, ne? Yoshi und Domi in Kombination in letzter Zeit sind unglaublich anstrengend, was Raps angeht. Im Sinne von, weil die beide irgendwie... Yoshi hat Domi mit Raps angesteckt und ich bekomme es die ganze Zeit ab. Leider auch. Also, das macht unglaublich Spaß. Du bist stark, ich hatte einen... Nein, ich heb dir meinen... Nein. Das hatten wir schon 15.000 Mal. Also ich sollte mir so ein Schild an die Stirn kleben. So, ich möchte keine Nummern austauschen. Dankeschön. Komm. Damien darf. Damien darf. DD. DDD. König DDD. Item. Da. Ein Mini-Pilz. Noch mehr Geld. Das ist super. Ist ja klasse. Am besten kein Elektro-Pokémon. Das wäre super. Warum habe ich im Kopf, dass du eins hast? Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Und ich werde dich dort niemals erblicken, weil du immer hier rumstehen wirst. Du wirst ganz schön lange in der letzten Vorbereitung treffen. Parasect. Oh, wie die Prediction stimmt. Wunderbar, meine lieben Freunde. Giftstreich. Zack. Man kann die Attacke nicht häufig einsetzen, aber wenn man sie einsetzen kann, dann sollte man es auch nutzen. So. Ja, okay, Fliegen hätte mehr Schaden gemacht, aber so geht es schneller. So geht es nun mal schneller, meine lieben Freunde. 42 für Damien. Wow, das geht super schnell. So ein schnelles Level-Up. Ich weiß, wir haben außerdem die Zeit schon wieder überschritten, aber ich möchte hier noch gerne bis zur Siegestraße kommen, weil ich die jetzt im nächsten Part gerne angehen würde. Mein Mikrofon umhauen ist dabei nicht sonderlich clever, glaube ich. Fliegen. Sollte eigentlich reichen. Du bist kein Psycho-Pokémon, ich weiß es mittlerweile. Es ist immer so eine Sache. Das heißt, Psyda kann Psychokinese lernen, aber es kann... Aber es ist kein Psycho-Pokémon, so. Ah, Gott. Oder hieß es Golduck? Oh Gott, du hast Wow. Das hast du überlebt? Das ist nicht gut. Außerdem sehr clever, wenn du mit Kreidschrank angreifst und vorher wolltest du noch Psychokinese einsetzen. Gut, warum nicht? Also Psychokinese hätte jetzt sehr weh getan, muss ich sagen. Auch wenn sie kein Step bekommt. Sie hätte weh getan. Glaub mir. Sie hätte weh getan. Da ich dich sowieso nicht von KO setzen kann, hau hier ein paar weiter drauf. Hä? Beste Option ever. Ja, der Surfer, den stecke ich auf jeden Fall weg. So viel weiß ich auch noch von einem X-Bot, dass es einen Surfer wegstecken kann. Wenn nicht sogar zwei. Oh Gott, das bewegt sich ja unglaublich langsam. Ich würde sagen, zwei kriegt sogar. Oder? Ja, locker. Locker, flockig. Sogar ein Crit könnte es überleben mit zwei Hits. Und dann hat der Giftstreich gereicht. Wunderprächtig. Fred wurde besiegt. Ja, ist vermasselt. Das hast du gut bemerkt. So. Süderle. Ja, Mutter, du kannst mich mal gerade. Setz mir nochmal Rex vor, weil dies hätte ich gerne noch ein paar Level. Würde ich gerne nochmal ein bisschen in der Siegestraße trainieren, weil es halt vom Typ her ganz gut passt, weil da werden sicher so einige Gesteins-Pokémon auf uns warten. Da müssen wir jetzt schon die Liga. Hallo, letzte Ass-Trainerin von der Liga, also von der Siegestraße, nicht Liga. Ich habe gegen einen rothaarigen Trainer verloren. Er war stark, aber ich hatte den Eindruck, er wollte um jeden Preis gewinnen. Sind Pokémon schon beleidigt? Ach Gott, wer könnte das wohl sein? Ha 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 ha. Den haben wir ja noch nie gesehen. Ha 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 ha. Ich erinnere mich. Die hätte Galoppa. Hätte ich drüber nachdenken können, bevor ich reingewechselt habe. Ganz schnell wechseln. Das geht nämlich unglaublich in die Hose, wenn ich das jetzt dabei belasse. Lieber nicht. Einfach nicht tun, das ist nicht clever. Ja, Bedroher, Irrlicht. Unschön. Ganz, ganz eklige Geschichte. Weil jetzt letztlich ist sicherlich nicht 1-Hit KO.
Probieren wir es mal mit einem Feuerheiler. So. Dann kann ich wenigstens ein bisschen schneller hier durch die Gegend sweepen. Also schneller bin ich auf jeden Fall, einfach weil Walschal. Agilität. Jetzt wird's eng. Jetzt könnte es nämlich doch schneller sein als ich. Aber der Walschal gibt mir halt noch den Boost. Das könnte sein, dass ich schneller bin. Und ich bin nicht mehr schneller. Und natürlich kommt nochmal sehr dicht. Ich hätte doch angreifen sollen. Verdammt. Das war quasi eine verschwendete Runde. Verdammt, 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 verdammt. Das tut dir ja trotzdem weh. Mag ich dir jetzt gerade behaupten, auch wenn mein Angriff halbiert wurde. Setzt es sich zwar jetzt nicht mehr Wanted KO, aber es tut weh. Was kommt jetzt? Der Stampfer. Okay, den überlebe ich. Den schicke ich weg. Und das überlebst du nicht, meine Liebe. Mein liebes Galoppa. Meine liebe Galoppa. Stimmt sogar, ist sogar weiblich. Also, mein liebes Galoppa trotzdem, aber ja. Meine liebe Trainerin und mein liebes Galoppa. Also, beides weiblich. So, pass. Pass, ihr wisst, was ich meine. Verbrennung, schade. Das ist natürlich nicht so schön. Vati. Nein. 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 Just no. Ich habe das Gefühl, dass hier noch ein anderer Trainer war. Ich bin mir nicht sicher. Muss mal nachschauen. Gut, dass ich gewechselt habe. Das hat nämlich jetzt echt wehgetan. Ansonsten. Ich habe bei mir außerdem eindeutig zu viele Vierfachschwächen im Team. Ich habe eine gegen Feuer. Ich habe eine gegen Flug. Ich habe eine gegen Elektro. Auch wenn dieses Pokémon mit der Vierfachschwäche Elektro sogar eine wegstecken könnte. Einfach weil. Gute Spezialverteidigung. Sehr, sehr gute Spezialverteidigung eigentlich sogar in Gyarados. Und das ist ein Wanted KO. Wunderprächtig. Muss ich nur gucken, dass ich nicht zufälligerweise in irgendeinen Trainer reinrenne, weil ich jetzt gerne heilen gehen würde. Mein Team ist leicht verstümmelt, wenn man sich's anschaut. Nein, ich will auch mit dir nicht nochmal austauschen. Ach Gott, das mit dem Schild ist eine super Idee. Einfach mal so ein Schild auf die Stirn kleben, so ich möchte keine Nummern haben. Dankeschön. Mutter ruft wieder an. Ja, ja, ja. Laber mich nicht voll. Laber kein Graber. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, danke. So. Ich hoffe, dass jetzt hier unten kein Trainer mehr war. Hier ist auf jeden Fall noch ein Item, ein Topfelixier. Wunderbar. Und das wollte ich nicht. Ja, mehr nicht. Hier sollte auch kein Trainer mehr kommen. Und ich gehe gerade noch mal kurz heilen. Die paar Sekunden kann ich noch drin lassen. Ob ich jetzt hier 5 Sekunden kürzer mache oder nicht, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ja. Ich möchte noch mal heilen. Ich sollte auch alles haben, was ich für die Straße brauche. Ich habe Stärke dabei, ich habe Surfer dabei, ich habe Riskader dabei, ich habe Zertrümmerer dabei. Zerschneider ist das Einzige, was ich nicht dabei habe, aber ganz ehrlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Zerschneider in einer Höhle brauchen werde? Ungefähr 0, weil was machen Grasbüschel in der Höhle? Bisschen random wäre das schon. Ja, minimal. Kleines bisschen. Aber Leute, beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir uns an die Siegesstraße der Johto-Region. Bis dahin und ciao.